Habe ich noch Saft drauf, moin Leute. Es geht erstmal um Adrian Ursache, den Ex-Mr. Germany. Ich finde es wirklich beschämend, wie man für 4.000 € aufs Grundstück eindringt und ihn niederschießt. Gut, er hatte wohl eine Schreckschusswaffe und hat auch einen Schuss abgegeben. Aber jeder weiß, das ist eine Schreckschusswaffe und das kann man ja auch einsehen. Gut, ob die jetzt echt ist oder nicht, aber wegen 4.000 €. Also meiner Meinung nach müssten diese Leute, die sowas gemacht haben, von ihren Ämtern sofort enthoben werden. Ich bin natürlich auch nicht dafür, dass einer da rumtanzt und sagt, er macht einen eigenen Staat auf, aber ihn deswegen niederschießen oder anschießen, so auf Lebensgefahr nach dem Motto. Und ich meine, es war immerhin Ex-Mr. Germany, das muss einmal jemand erstmal schaffen. Und ich bin sehr sauer darüber. Wie ist eure Meinung? Das ist meine Meinung, ne? Das ist meine Meinung und wie gesagt, die behalte ich auch, ne? Also wie gesagt, Leute, so schnell jemanden anschießen, pff, ich hätte einen Psychologen geschickt vielleicht.